Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu den Back Nine hier im Riviera Country Club. Wir spielen das dritte Event der Korn Ferry Tour und wir stehen hier auf der 10 und das ist jetzt nicht nur die finale Runde und die Back Nine, sozusagen die letzten 9 Löcher, die wir spielen, hoffentlich um dieses Turnier zu gewinnen, sondern es ist jetzt auch das letzte Video vor meiner Sommerpause. Wenn ihr vielleicht auch schon im Community-Tab mal reingeschaut habt, habe ich es ja schon angekündigt. Ich werde jetzt hier in Urlaub gehen und dann habe ich einige interessante Golf-Events in Realität sozusagen. In Bad Griesbach findet Anfang August das Turnier, die 144, eine Frage der Ehre statt und da werde ich auch dran teilnehmen und da wird über 3 Tage Matchplay gespielt, das ist eines der größten Amateurturniere in Europa. Den Link schreibe ich euch in den Community-Tab beziehungsweise auch hier in die Videobeschreibung, falls euch das interessiert. Und das heißt, dass ich jetzt einige Wochen hier pausieren werde und ich denke, wir werden uns dann erst wieder Ende August, Anfang September hier mit neuen Videos sehen. Okay, das nur noch mal so als kleiner Hinweis. Ansonsten aber, wenn ihr dann eben kein Video mehr in der Zukunft verpassen wollt, denkt ihr dran, einfach ein Abo da lassen und wie es so schön heißt, immer die Glocke aktivieren, damit ihr dann auf dem Laufenden seid, wenn wir dann wieder loslegen mit jede Menge Videos hier bei EA Sports PGA Tour. Und bis dahin wird es ja auch vermutlich wieder ein Update gegeben haben, denn es stehen ja die Open, die British Open an und zwar, ich glaube, im Liverpool Club oder im Liverpool Country Club, ich weiß es jetzt gar nicht, also auf jeden Fall bei Liverpool wird gespielt und da wird es sicherlich dann in der Zwischenzeit auch wieder einen entsprechenden Patch, ein Update geben, wo dieser Platz dann eben dazukommt und rechtzeitig zum FedEx Cup bin ich dann wieder hier und dann gibt es wieder Videos. So, jetzt Back 9. Wir schauen nochmal ganz gut auf die Scorekarte. -2. Wir haben eigentlich ganz ordentlich gespielt, aber trotzdem, naja, an der 8 ein Bogey kassiert. Naja, kann passieren. Da waren wir einfach wieder ein bisschen beim Putten, ja, ich sage mal zu aggressiv. Und dann ist er halt dann doch ein bisschen übers Ziel hinausgelaufen. Aber wir müssen uns keine Gedanken machen. Im Moment haben wir die Sache gut im Griff, denn wir führen ordentlich. Und ich denke, das werden wir ins Heim bringen oder nach Hause bringen und unsere erste Trophäe hier auf der Korn Ferry Tour gewinnen. Aber ihr wisst, wie immer, man soll das Birdie nicht notieren, bevor man es gespielt hat. Die 9 Loch müssen wir noch spielen. Und damit legen wir jetzt los an der 10, ein paar 4. 289 Yards, also sozusagen ein Drivable und ihr seht es auch, die Fahne steckt heute dankenswerterweise ganz vorne. Wir haben zwar Gegenwind, aber vom Prinzip her, und ich glaube, wir hatten das schon mal Gegenwind, kommen wir mit dem Driver dann da gar nicht hin. 276 Yards, ja. Und deswegen denke ich, können wir das mal riskieren. Ein bisschen über rechts. Im Zweifel wird er uns halt hinten rauslaufen. Im Zweifel. Und ansonsten müssen wir dann halt hochpitchen oder bei einem berühmten Flopshot machen, den ich so liebe. Okay, ich glaube, das sollte passen. Wir werden es einfach mal so probieren. Warum auch nicht? Soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und deswegen wünsche ich uns auch jetzt viel Spaß, gute Unterhaltung und ein schönes Spiel für die Back 9. So, getroffen, gut, aber die Kurve nimmt er, glaube ich. So, wenn er hochjumpt. Ah, guckst dir an. Drivable par 4, not for most in this field, but for this guy, yes, he has just knocked it on. What a shot. Gut, eine Eagle-Chance. Im Prinzip sind wir level, beziehungsweise es geht hinten. Wir haben so einen kleinen Buckel, wie wir es sieht. Es geht erstmal ein bisschen hoch und dann auf der anderen Seite runter. Das ist natürlich nicht einfach. Vor allem, wenn man einen Break hat, mit dem Break zu berechnen. Und man sieht ja auch jetzt schon, zuerst geht das Break nach rechts und unten, wenn es einen Berg runter geht, geht es wieder nach links. Das ist also sozusagen ein Doppelbreak. Ja, wir müssen natürlich erstmal hier rüberkommen. Aber das Gute ist natürlich, dass der Buckel sehr früh ist. Wir spielen erst den Berg hoch und dann geht es halt runter und dabei beschleunigt er. 3 Inches. Ja, vorhin sind wir natürlich mords drüber hinausgelaufen.
da wo wir das Boogie einkassiert haben. Aber da ging es auch, glaube ich, 8 Inches runter. Aber wir werden trotzdem hier etwas kürzer spielen. Okay. Wir müssen auf jeden Fall über links. Dann muss er praktisch Richtung rechts, rechte Lochkante rollen. Dann würde es passen. Am Anfang macht er gar nicht so viel. Dann geht es den Hügel runter, da bricht er dann nach rechts. Und dann eigentlich relativ ordentlich, würde ich sagen. Wird ja auch langsamer. Ja, ich mache trotzdem noch mal ein bisschen kürzer. Okay. Noch ein bisschen rüber, weil er dann deutlich rüberbricht, wenn er langsamer wird. Na, ruhig noch ein bisschen mehr. Ich glaube nicht, dass der auf der linken Seite bleibt. Ja, komm runter und jetzt lauf, 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 lauf. Ah! Schade, schade. Das war dann doch zu vorsichtig, aber ich wollte definitiv nicht hinten raus. Schade, das wäre natürlich eine Super Eagle, ein Super Eagle gleich am Anfang gewesen. Aber hier das Birdie nehmen wir natürlich auch gerne mit. Sauber! It's a birdie to kick off a back nine. And if he can close this out, it'd be a third victory on the year. Arriving now at the second par five of the course, the 583-yard 11th. Eucalyptus trees lining both sides of the fairway, and a grass barranca about 200 yards from the green has to be navigated on your second shot. So, ich sag ja immer, das ist ein bisschen die Alleebahn, weil wir rechts und links Bäume haben. Sowas ähnliches haben wir später nochmal. Da müssen wir dann aber auch einen Draw spielen. Hier müssen wir einfach nur geradeaus runterspielen. Ist ja auch ein paar 5. Also müssen wir uns da gar nicht so viele Gedanken machen. Okay, der Wind geht rüber. Okay, haben wir da ein Problem mit den Bäumen? Lass mich mal kurz schauen. Nee, da haben wir kein Problem mit den Bäumen. Okay, und wenn er links rüberrollt, da vorne haben wir natürlich ein bisschen ein Problem. Die Fahne steckt rechts. Ja, aber der Wind sollte den ja rüber. Okay, der Slope ist auch ein bisschen nach rechts. Aber so, eigentlich müsste das soweit passen. Und wir müssten eigentlich auch Yards machen. Aber wir könnten jetzt hier ein bisschen flacher anspielen, damit er noch ein kleines bisschen Roll hat. Okay. Ja, ich glaube, er nimmt nicht so richtig die Kurve. Ja, springt nach rechts. Okay, this is not the biggest of fairways at Riviera, but that's a good drive here at 11. So, 291 Yards in Summe. Da ist er dann noch knapp 40 Yards gerollt. So, in the fairway, but a pretty good number to carry here for a second to the par 5. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier rüber auf diese Seite. Und wenn wir aufs Grün wollen, dann müssten wir auf jeden Fall noch den Fade spielen. Ja, oder? Ja, und da gibt es den Slope, dann passt das. Aber der wird sowieso nicht bis aufs Grün kommen. Das glaube ich nicht. So, die Kurve ist aber gut. Und er wird hoffentlich noch ein bisschen rollen, 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 rollen. Okay. I'm not sure he got every bit of that three-wood trying to get home to this par 5 in 2. But still in the ballgame for a birdie. Ja, das wäre jetzt eigentlich so ein bisschen die Position für so einen Spinner-Schlag. Das heißt, wo er mit dem zweiten Bounce dann richtig bremst. Aber ich tue mich da ein bisschen schwer, weil das sind alles so Schläge, die wir natürlich jetzt auch nicht so häufig geübt haben. Weil da muss man natürlich dann wissen, hier der Spinner, weil da muss man natürlich dann auch wissen, wo er aufkommen muss, damit er dann eben spinnt, beziehungsweise dann eben bremst. Also wie viel Yards? Das ist so ähnlich wie mit dem Pitch. Okay, bei dem Pitch wissen wir es ungefähr. 33, also wir müssen auf jeden Fall auf 23, ja, ein bisschen mehr eigentlich, weil er müsste ja locker 10 rollen. Jetzt schauen wir nochmal. Ja, okay, das Ganze bricht natürlich dann nach links. 22, 33, ein bisschen mehr. Okay, da geht es aber dann auch runter. Ja, der wird dann da runterrollen. Nicht? Ja, ja, da ist ein Buckel und dann müsste er auf der anderen Seite runterrollen. Okay. Ja, war das ein wenig viel? Nee, eigentlich nicht. Die Länge ist gut.
Aber es war ein bisschen zu weit links. Okay. That is absolutely fine. So. Footer now for birdie. Level über links. So, die Frage ist immer nur, wie viel. Aber da wir ja auf jeden Fall einen Break haben hier auf der ersten Seite, können wir ruhig ein bisschen mehr machen. Ja. Und das nächste Birdie. And on the heels of a top 10 last week, this would be even sweeter if he could hold on to win here. The 12th hole at Riviera is a tricky one at 479 yards. It's narrow with OB to the left, and it forces you to carry a ravine on your approach into a green protected by a sycamore tree left and a large bunker right. So, ich glaube, es wäre nicht verfrüht, im Restaurant bereits eine Flasche Shampoos zu ordern, denn wenn ich das richtig gesehen habe, ja, haben wir uns tatsächlich hier noch ein bisschen weiter nach vorne gespielt. Der Abstand wird eigentlich immer, immer größer und hier kommen die ersten mit minus 10 rein, ist an der 17 und hat eine minus 7 gespielt und die anderen, ja, Freunde, da machen wir uns eigentlich gar keine Gedanken mehr. Das haben wir soweit im Griff. Hier müssen wir wieder den Fade spielen. Das sind jetzt diese zwei Spielbahnen, die 12 und die 13, wo man jetzt definitiv die Bälle cutten muss. Yep. So, und der Wind wird ihn sowieso etwas kürzer machen. Oh, yep, aber das passt. Die Kurve hat er. Sehr schön. Und ich bin mal gespannt, ob er gleich wieder vom Bogart-Baum spricht. Bogart-Tree. Okay, die Fahne steckt da kurz in diesem... Okay, okay, okay. Mitte grün. Definitiv. Der Baum kommt nicht ins Spiel. Deswegen können wir noch ein bisschen nach links rüber, damit er nicht zu weit vom Stock weg ist. Ja, das Gefährliche ist natürlich hier links der Slope, ne? Das ist ganz, ganz klar. So, ach, das ist ein Sechser. Ein Sechser etwas kürzer, etwas länger. Naja gut, es geht runter und wir haben etwas Gegenwind. So wild ist der Wind gar nicht. Etwas länger, etwas höher vielleicht. Ein Sechser ist halt schon ordentlich. Der wird rollen. Die Kurve macht er, bleibt auf jeden Fall rechts vom Stock. Und bleibt liegen neben dem Stock. Sehr schön. Das ist safe on the green. Really in control of this hole. Birdie yesterday and another opportunity on the way. From about 8 feet. So, es geht ein bisschen bergab. Okay. Wenig Break am Anfang. Gegen Ende. Bisschen mehr. Oh, if that's one ball to the right, it's in. Instead, this one singes that left edge. Ja, da habe ich also echt damit gerechnet, dass er gegen Ende ein bisschen mehr breakt, wenn der Ball langsamer wird. Aber es war dann doch wieder ein bisschen zu viel. Nun gut, es sind einfach nur 10,8 cm. Man kann es drehen und wenden, wie man will. So, okay. That one safely in. It's a par here at 12. Ja, so ein Triple Birdie wäre nochmal richtig spannend gewesen. Well in hand. Well, here's the genius of the design at Riviera. Number 12 was asking you to hit a little bit of a fade. 13, well, they're telling you to hit a draw. That's a good golf course when you have to work the ball both ways. This is a really tough driving hole. Ja, und da werden wir mit Sicherheit auch wieder Gegenwind haben. Ja, ich glaube, wir hatten nur am ersten Tag hatten wir Rückenwind. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, am ersten Tag war es definitiv Rückenwind.
Ja, wir müssen hier rein und wir müssen auf jeden Fall den Draw spielen. Ja, wenn wir aber so, dann müssen wir dann... Ja, okay, okay, okay. Ja, da sind wir gerade durch die Bäume gekommen. So, wir gehen noch ein bisschen mehr, falls der Draw nicht kommt. Ja, er kommt nicht ganz so stark, wie ich es gedacht hatte, aber das passt, ja, weil der wird nicht weit rollen. Sehr gut. Will do just fine. So, 171 Yards noch bis zur Fahne. Das dürfte ein Eisen 7. Yep. Second shot coming now from just over 170 yards. Yep. Immer wichtig, dass man seine Längen kennt. Ganz, ganz wichtig. So, der Caddy sagt Eisen 7. Naja, wir haben wie gesagt ein bisschen Gegenwind. Das geht ein bisschen runter. Das hebt sich immer so schön ein bisschen auf. Nee, stopp. Wenn es runter geht, müssen wir etwas kürzer sein. Okay, okay, okay. Quatsch, müssen wir hier. So. Ja, das hebt sich auf. Schauen wir mal, was der Wind macht. Also auch hier gilt, links vom Stock runterkommen. Klar, dann bounce er zwar ein bisschen nach rechts. Eisen 7, das muss doch runterkommen. Eisen 7 muss liegen bleiben. Wenn wir den ein kleines bisschen höher anspielen. Ja, geht gleich nach rechts rüber. Der bleibt rechts vom Stock, oder? Nö. Also er bleibt rechts vom Stock, aber die Länge ist wieder hervorragend. Naja. Ja, wir müssen sagen, also die Eisen haben wir relativ gut im Griff. Ich habe da ja auch richtig gute Specs drauf mittlerweile. Also jedenfalls ganz anders wie auf der ersten Runde in Wolf Creek. So. Also es geht ein bisschen, ja, es geht bergab. Ja, jetzt ist wieder die Frage, ne? Also es hat ja kontinuierliches Break. Ja, das ist immer wieder gleich ein bisschen verunsichert nach der Geschichte von der letzten Bahn. Aber eigentlich müsste das so passen. Der dürfte nicht links vorbeilaufen. Nee, oder? Oh. Ja, das Interessante ist, dass wir ja eigentlich die Lochkante anvisiert haben und er ist ja praktisch trotzdem zu weit. Naja gut, also auf der anderen Seite ist klar. Also wir können natürlich immer beim Putten auch ein bisschen verschieben, verziehen. Das gehört dazu. Aber das ist jetzt schon das zweite Mal, wundert mich. Aber okay, wir bleiben entspannt, wir bleiben ruhig, wir bleiben demütig und geduldig, wie es immer so schön heißt. Level, okay. Ja, interessanterweise, jetzt ist das da hinten tatsächlich ein gerader Putt. Okay, safely in for par here at 13. And he's gonna stay at 26 under par. Ja, wenn es jetzt natürlich der Par-Putt gewesen wäre, ne, den wir da vorbeigeschoben hätten, ja. Onward now to the 14th, a par 3 at 192 yards. Flanked by bunkers, this green is wider than it is deep, making it important to get one up in the air and stop it quickly. Ja, hier ist jetzt natürlich das Gute, wenn man zwischen den Bunkern dann reindraht. Ne? Jetzt haben wir natürlich wieder den Wind, der uns dagegen arbeitet. Das ist absolut richtig. Okay, 12. Eisen 6. Ja, das hatten wir vorhin ein bisschen tiefer. Nee, das war das Eisen 7. Das Eisen 6 wird natürlich ein bisschen mehr rollen. Okay, dann machen wir hier Pin High. Vorhin waren wir ja etwas hinten dran und im Prinzip war das derselbe Wind und so dieselbe Tiefe, 12 Fuß runter, 10 Fuß vorhin. Also müsste das eigentlich so passen, wenn wir jetzt etwas früher aufkommen lassen, weil er etwas mehr rennen wird. Ja, und wir haben natürlich dann auch den Draw, ne? Wir werden den auch reindrawen müssen. Okay, schauen wir nochmal. Ja, okay. Auch hier etwas höher anspielen. Oh, da haben wir aber böse jetzt überschwungen. Ja, der ist zu lang, oder? Nö. Auch hier wieder eigentlich die Länge Pin High.
Okay, safely aboard. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, da ist natürlich eine kleine Welle bzw. ein Blatt vor. For birdie now at 14. Ja, da haben wir die richtige Seite erwischt. I've had a look and concluded there's not much to it. Slightly down the hill, no real movement. So, vorhin ist er ja wieder mal bös drüber gelaufen. Da hatten wir minus, da hatten wir es 4, da hatten wir 7 oder 8. 7 oder 8 Inches, glaube ich. Und da hatten wir diese Länge. Okay. Okay, am Anfang geht es ein bisschen nach links. Dann haben wir da. Ja, da geht es wieder ein bisschen nach links und vorne geht es wieder nach rechts. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bergab nimmt er ja eigentlich den Break ein bisschen mehr an. So. Perfect there, down the slope. It's in for a birdie. And this is turning into an absolute runaway at the top of the leaderboard. Next up, the par 4 15th at 487 yards. It's another one that favors someone who can move the ball left to right off the tee. If you've got enough to work it over that fairway bunker right, it should leave you with an open look to a fairly accessible green. Ja, das ist so die klassische Pin-Position für einen für einen Backspin. Aber das ist jetzt wieder die 15, die das Problem hat, oder wir da ein bisschen das Problem haben, wobei wir haben keine Probleme. Wir haben, das sind alles Herausforderungen für uns, die wir gerne annehmen. Und zwar die Herausforderung, hier natürlich ein bisschen Länge zu machen, weil wir ja Gegenwind haben, wird es natürlich schwierig. Mit Rückenwind rollt er uns dann hinten durch bis ins Rough. Die Gefahr werden wir jetzt nicht laufen, aber je weiter man natürlich links ist, desto weiter hat man es bis zum Stock und das ist dann schon ordentlich. Und durch die kurz gesteckte Fahne wird natürlich auch das Problem sein, dass man natürlich mit einem Eisen 6 oder 5, wie gesagt, keinen Backspin draufkriegt. Da ist natürlich die Pinposition absolut, ja, ich sag's mal, schwierig. So, dann mal gucken. Der Wind treibt den ein bisschen rüber. Richtung Bunker. Idealerweise, wenn er am Bunker vorbeiläuft und noch ein bisschen den Slope mit reinnimmt. Das wäre natürlich herzallerliebst, aber ich glaube noch nicht mal, dass er bis da hinten hinkommt. Und selbst wenn wir den flach anspielen, dass er noch ein bisschen rollen kann. Ja, der bleibt relativ gerade. Also mit dem Bunker hat er nichts zu tun. Ah, doch, er geht am Bunker vorbei. Das ist okay. So, 297 Yards. Das heißt, wie viel haben wir noch bis zum Stock? 177, Eisen 7. Is the distance here as he preps his second to the par 4. Eisen 7, leichter Gegenwind, leicht nach unten. Ja, es ist mehr seitwärts als gegen. Ja gut, wenn er hinten reinfliegt, dann ist er lang, dann ja okay, dann ist er safe auf dem Grün. Das sollte dann nicht das Problem sein. Ja, auch hier wieder etwas hoch anspielen. Ja, wieder ein bisschen zu viel. Bisschen over, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ist das verkehrt? Nein, ist nicht verkehrt. Ah, good shot. Safely on the green and a birdie chance. Ja, das ist einfach ein geiles Turnier für uns. Another birdie. Einfach ein geiles Turnier. Wie viel Bogies haben wir jetzt gespielt in 4 Runden? 2? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich kann mich an die 18 natürlich erinnern in der ersten Runde und an das jetzige Bogie. Denn wir schauen mal kurz auf die Scorekarte. Das war an der 8. Und ansonsten, auf jeden Fall in der zweiten Runde waren wir ja bogeyfrei und in der dritten Runde waren wir da auch bogeyfrei. Ich glaube doch. Also, man muss ja jetzt ganz klar sagen, über 4 Spieltage bis jetzt, natürlich bis jetzt, nur bis jetzt. Ja, er soll ja, wie es so schön heißt, nicht Abend vor dem Tage oder den Tag vor dem Abend oder wie auch immer. Jedenfalls loben, wir haben noch 4 Bahnen zu gehen, aber hier sollte auf jeden Fall auch nichts anbrennen.
Es geht ein bisschen berghoch. Okay. Es geht ein bisschen berg. Sieht man eigentlich so gar nicht, gell? Das sieht man eigentlich so gar nicht. So, über rechts. Kontinuierlich. Ein gleichmäßiges Break über rechts, aber wir haben ja berghoch, das heißt, wir haben Speed drauf. So viel Break wird er gar nicht nehmen, denke ich mal. Ah, doch. Komisch, diesmal nimmt er am Ende des Break doch ganz schön an. Diesmal hat er das Break doch ganz schön angenommen am Ende. Okay, a solid par here at the 15th. He'll remain at 27 under. So, jetzt haben wir noch mal ein schönes Par 3. The 16th hole at Riviera, the final par 3 of the round. It's a tough one at 166 yards. Hit it anywhere on the putting surface, you'll likely be just fine. Miss and you're almost certain to be in one of the four bunkers framing the entirety of the green. Oh, da sehen wir es gleich. Also wir haben jetzt schon mal erstmal gleich ein Problem mit dem Holz, mit den Bäumen. Okay. Ein Eisen 8 schlägt uns der Caddy vor. Obwohl der Wind ja nur von der Seite kommt. Wir müssen ihn auf jeden Fall reindrohen. Ja, mit dem 9er werden wir so viel Kurve ja gar nicht reinkriegen. Und wird er auch lang genug sein? Ich bin am Überlegen, ob wir es lieber so machen. Okay. Ja, er zeigt es an. Wir müssen auf jeden Fall den Draw spielen. Und weiter rüber. Und dann sind wir eigentlich, was die Bäume angeht, safe. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Länge reicht. Wir müssen ja nur aufs Grün kommen. Okay. Und wieder mal ein Green in Regulation. Right in the middle of the green. Now this for another birdie. Was wir schon Birdie-Chancen hier haben liegen lassen. Aber gut, auf der anderen Seite haben wir auch einige schön gestopft. Also insofern wollen wir uns wirklich nicht beklagen. Gibt überhaupt gar keinen Grund zur Klage. Läuft einfach wunderbar. Es macht richtig Spaß hier auf diesem Platz. Haben natürlich auch mit den Wetterbedingungen Glück. So will ich es mal formulieren. Weil kein, ich sage mal, wirklich schwieriger und komplizierter Wind. Okay, vorhin ist er uns links abgehauen, weil er zu langsam wurde, weil er das Break dann unten angenommen hat. So, jetzt haben wir 13 Fuß, ist natürlich auch ein bisschen kürzer. So, ein bisschen mehr diesmal. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob er diesmal wieder. Jau! Straight into the cup. Well done. That's a birdie here at 16. Ich meine, an dem Par 3 ein Birdie zu spielen, ist immer irgendwie cool. Ah, da war's, das Walk in the Park. Back up toward the clubhouse as we come to the 590-yard par 5 17th. Getting on here in two is no sure thing, especially given all the bunkers that pop up along the way. Ja, das ist das Par 5, was wir definitiv nicht mit dem zweiten erreichen können. Und die Fahne steckt eigentlich schön gut mittig. Wenn man dann eben nicht so weit rechts liegt, muss man nicht über den Bunker spielen. Deswegen versuchen wir auch hier, ich glaube, wie in der ersten Runde, über die linke Seite. Der Wind wird uns helfen, dass wir auf jeden Fall den Ball schön hier im Fairway eigentlich platzieren sollten an dem Bunker vorbei. Und er sollte auf jeden Fall auch rollen. Jo. Ah. Interessant. Ja, doch, passt.
Sollte doch passen. This tournament seemingly under control, as that's in the fairway here at 17. Ja, der Wind hat hier gar nichts gemacht. Er ist uns tatsächlich Richtung Bunker geflogen. Aber jetzt schauen wir natürlich, dass wir hier auf die linke Seite kommen. Und das machen wir nicht mit dem Holz. Denn wenn wir hier oben links liegen, definitiv, dann haben wir keinen Bunker. Dann können wir den schön von links reinspielen ins Grün. Jetzt schauen wir mal, ob der uns diesmal Eisen 5 haben wir eigentlich gute Kontrolle. Und der müsste auch hier schnell zum Liegen kommen. Wenn wir den ein kleines bisschen weiter rechts anspielen, haben wir auch etwas mehr Luft hier zum Bunker hin. Gut. Ja, nimmt die Kurve. Das heißt, er läuft nach links. Jetzt wird der Slope ihn wieder ein bisschen nach rechts. Und so passt das. Jetzt haben wir noch 89 Yards zum Stock. Gut. Okay. Wir haben diesmal ein bisschen Rückenwind. Ein 60er Wedge müsste eigentlich hier... Ah, Finesse heißt, er hat nicht so viel Spin. Ja, wenn er geradeaus durchfliegt, dann fliegt er uns vielleicht doch in den Bunker. Aber gut, auf der anderen Seite no risk, no fun. Aber ich überlege jetzt gerade, wir haben ein bisschen Mitwind. Aber das ist ja jetzt bei dem Wedge. Auf die Entfernung spielt es keine so große Rolle. Die Höhe macht da schon ein bisschen mehr aus. Aber das gleicht sich ja wieder aus. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Spin. Ja, ich bin der Meinung, der wird gar nicht so weit fliegen. Okay, hat viel Spin, hat Spin, hat Spin, hat Spin und kommt. Ja, okay. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. Ja, so richtig nehmen die Grüns hier den Spin nicht an. So richtig nehmen die den Spin hier nicht an. Okay, was haben wir? Es geht ein bisschen bergab. Okay, uninteressant. Ja. Okay. Da kann eigentlich nicht so viel passieren, was jedenfalls hinter dem Grün angeht. Wir werden da mit Sicherheit nicht in den Bunker putten. Ja, aber das Break ist halt schon bemerkbar. Das Break werden wir merken. Ja, der wird schon einen Bogen machen. Wie gesagt, immer eine Frage von Richtung und Tempo. Je weniger Tempo, desto weiter oben müssen wir anhalten. Wo ist der Scheitelpunkt? Dann wird er ja langsamer und deswegen ist es ja kein gleichmäßiger Bogen. Doch ein bisschen weiter oben, denke ich. Ah. Der ist wieder über die Kante drüber gehuppelt. Okay. And this will be a 5-foot putt here. So. Jetzt geht es ein bisschen berghoch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt wieder das Break annimmt oder eben nicht. Vom Prinzip her sind wir rechte Lochkante. Ach, guck's dir an. Riecht sofort rüber und schon haben wir wieder ein Dreipart. Eieieiei, ja, das ist enttäuschend. Das ist jetzt wirklich ein bisschen enttäuschend, aus der kurzen Entfernung einen Dreipad zu schieben. Und ich sage noch, da kann gar nicht so viel passieren. Und da sieht man es mal wieder, wie es dann doch kommt. Ja, der ist sofort wieder ein bisschen rechts rüber. Der ist nicht da oben auf der Linie geblieben. That one finished off for bogey here at 17. Yep. But fortunately, this one still well in hand. Okay, da hat sich dann, glaube ich, doch ein bisschen die KI eingemischt. Such a unique closing hole, the 18th here at Riviera at 475 yards. You're asked to hit your tee shot onto a 30-foot rise that features hillside to the left and gully to the right. From there, it is a tough approach into the amphitheater green.
So, da oben seht ihr es, die Genesis Open, meines Wissens eben auf der PGA Tour wird hier die Genesis Open gespielt. Die wird übrigens, wenn ich es richtig gesehen habe, auch nächste Woche gespielt im Rahmen der Vorbereitung zu den British Open. Oh, die Scottish Open, davon ist die Rede. Die Scottish Open finden da immer statt, deswegen sind jetzt viele Profis auch schon drüben in England, denn es waren ja die... Welches Turnier war jetzt am Wochenende? Die British irgendwas. Und da findet dann noch ein weiteres Turnier statt, glaube ich, jetzt in Irland, wenn ich richtig weiß. Und dann jetzt eben die Scottish Open. Das wird dann meistens immer sozusagen als Einspielrunde oder Vorbereitungsrunde zu den Open nehme ich dann genommen. Ist natürlich auch für viele eine Qualifikationsrunde, weil hier hat man bei den Scottish Open nochmal die Gelegenheit, wenn man noch nicht qualifiziert ist für die British Open, für die Open, The Open, dann kann man hier bei den Scottish Open sich nochmal, ich glaube die ersten drei oder so haben dann nochmal die Chance, sich eben für das Event zu qualifizieren, was dann eben normalerweise dann das Wochenende darauf folgt. Und diese Scottish Open werden, glaube ich, auch gesponsert eben von Genesis. Und das ist eben auch der Sponsor, den man hier vorne dann am Grün eben den Schriftzug sieht. So, wir haben wieder mal Rückenwind, das ist natürlich hier auf dieser Bahn immer sehr, sehr wichtig und gut, weil das bringt dann hier Länge, denn wir müssen ja hier ganz schön den Berg hochspielen. Und wir werden diesmal den Ball ein bisschen noch weiter oben anspielen, um zu gucken, dass er hier in den Slope kommt und dann nochmal ein bisschen Länge macht. Natürlich darf er dann nicht ins Rough, weil dann wird er wieder bremsen. So, schauen wir mal. In der Vergangenheit haben wir immer etwas zu wenig, ja, das ist auch wieder der Fall. Also da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. So, Freunde, wir sind auf der Zielgeraden. Sonst hätte ich es ja beinahe übersehen. Das ist die 18. Tough not to get distracted with the majestic amphitheater setting here at the 18th at Riviera, but be mindful, you must land the ball left of the hole to get it close. Ja, der meint natürlich damit, dass hier ja der Slope ist. Das heißt, der Ball wird nach rechts springen. Deswegen soll man auf jeden Fall links vom Stock landen. So, das letzte Mal ist er uns ja hinten rausgelaufen. Deswegen tue ich mich da jetzt gerade ein kleines bisschen schwer. Wir haben wieder das Thema 14 Fuß hoch. Auf der anderen Seite ein bisschen Rückenwind. Und der Wind drückt den eigentlich Richtung Fahne. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen mit einem Draw unterstützen würden, dann könnte er eigentlich hier auch zum Stock laufen. Ansonsten ist eigentlich nur wichtig, dass er auf dem Grün bleibt und dass wir nicht wieder hinten irgendwie im Gemüse sind. Das wäre auf jeden Fall auch förderlich. Ich überlege gerade, ob wir den ein bisschen flacher spielen, damit er noch ein wenig rollt, weil das Achter wird natürlich nicht viel Roll haben. Ja, kommt er da auf? Na doch, das wäre dann schon, glaube ich, okay. Letzter Schlag ins Grün. Ja, ist doch zu kurz und links vom Stock, aber er rollt dann rechts rüber. Läuft. Und wir haben nochmal eine Birdie-Chance zum Abschluss. Ja, wobei man mal sagen muss, der wird nicht einfach. Der wird nicht einfach, wobei ich diesmal echt überlege, den mit Speed hier reinzuhauen. Ja, wenn er vorbeiläuft, läuft er richtig vorbei, aber es geht ja auch berghoch. So, mit Speed über links. Mit Speed über links. Die Frage ist, nimmt das gleich wieder an oder nicht? Geht er uns gleich vom Schlägerblatt rechts weg? Oder rollt er da hoch? Ja, vielleicht doch ein bisschen weniger. Das ist schon ein bemerkbares Break. So ist es eigentlich nicht. Ah, schade. Ja, ein Birdie wäre natürlich jetzt nochmal ein schöner Abschluss gewesen. Auf der anderen Seite schauen wir jetzt, dass wir nicht wieder ein Bogey spielen. So, was haben wir denn? Es geht natürlich jetzt ein bisschen bergab. What a final round this was from being on the outside looking in to a big lead.
as we'll watch and wait, but this certainly must feel like this will be a victory. Well, that about wraps it up for us here today. I'd like to thank my partner, Frank Nabilo. Really enjoyed it, Frank. Yeah, it's been a good day out here. Once again, we've seen the golf course give more than it takes. For Frank Nabilo, I'm Rich Lerner saying so long for now. Yep, das war jetzt auch wieder ein bisschen bescheiden, würde ich sagen. Also irgendwie so eine Übergabe und den Pokal oder den Preis zu sehen, wäre jetzt natürlich auch nicht verkehrt gewesen. Naja. Aber wir haben noch eine schöne Musik, eine schöne Fanfare am Schluss gehabt. Freunde, das waren unsere ersten 500 Punkte auf der Korn Ferry Tour. Und wenn ich mich richtig erinnere, wenn wir 3 Turniere gewinnen, dann sind wir auch gleich qualifiziert für die PGA. Und es gibt da noch ein paar andere Qualifikationsmerkmale. Aber jetzt haben wir schon mal einen kleinen Schritt hier getan für die PGA. Das war also unsere Final Round, die Back 9. Wie gesagt, wir haben die ordentlich gespielt. Zwei, ja, man muss sagen, schon interessanterweise gut gespielt bis aufs Grün und dann doch 3 Putts, 2x 3 Putt. Aber gut, das ist ein Schönheitsfehler, denn wenn wir hier jetzt aufs Leaderboard schauen, ich meine minus 27 und auch heute haben wir wieder eine 66 gespielt, also wieder in den 60ern. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Mit diesem Video darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für die Treue, für die Unterstützung. Freue mich auf eure Kommentare, auf eure Däumchen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann bitte gerne ein Abo dalassen, denn ich gehe ja jetzt erstmal in die Sommerpause und werde mich ein bisschen erholen an der Ostsee. Und dann im August, Anfang August, werde ich selber Golf spielen, muss mich da auch ein bisschen vorbereiten, ein bisschen trainieren und dann geht's zu 144, eine Frage der Ehre, nach Bad Griesbach und da wird 3 Tage Matchplay gespielt, da freue ich mich unheimlich drauf, habe ich noch nicht gemacht, ist eines der größten oder eigentlich das größte Amateurturnier, was es gibt, kann man übrigens auch ab und zu, ja, auf Sky gibt es dann immer eine kleine Zusammenfassung, da kann man das sehen und das Drumherum ist natürlich, ich sage mal, Après-Golf, so will ich es mal formulieren, ist natürlich auch ganz nett, denn wenn ich richtig weiß, da wird auf 5 Plätzen gespielt, dann könnt ihr euch eben vorstellen, wie viele Leute dann dort auch unterwegs sind. Ist ein ganz, ganz tolles Event. Und dann werden wir uns wieder sehen, ja, nicht eben zu The Open, aber spätestens rechtzeitig, wenn es Richtung Ryder Cup geht. Und das ist für mich das Highlight überhaupt dieses Jahr. Natürlich wieder der Ryder Cup in Europa. Bei Rom wird gespielt und da freue ich mich drauf. Und da wird es natürlich dann auch ein Update geben mit Sicherheit. Der Platz ist schon angekündigt von EA Sports. Und das wird ganz, ganz, ganz tolles Event. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist das geilste Event überhaupt im Golfsport. Matchplay, 2 Zwölfer-Teams, Europa gegen die USA. Und da geht es immer ab. Und da ist Panik, da ist Party, da ist alles. Das ist das Event schlechthin. Freut euch also drauf auf den Ryder Cup und freut euch natürlich dann auf neue Videos nach der Sommerpause bei mir hier auf dem Kanal. So, ich drücke hier wieder mal die falschen Knöpfe. So, wir wollten natürlich ins Menü und auf die Scorekarte. Stopp hier. Na, ja, das ist auch komisch, dass es immer so ein bisschen verzögert reagiert. Wir schauen noch mal ganz kurz, wie es jetzt aussieht. Exit. Riviera Country Club. Sagen wir jetzt auch erstmal Bye. So, den Kollegen habe ich letztes Mal schon ein bisschen gelevelt. Und wo stehen wir jetzt? Auf Platz Nummer 2 in der Korn Ferry Tour Ranking. So, wir schauen hier nochmal. Ja, das ist was anderes. Das ist die Statistik. Hier müssen wir hin. Korn Ferry Tour Ranking. Pepper Woods mit 706 Punkten sind wir an zweiter Stelle. 2 Punkte hinter Mr. Rogers. Und das freut mich sehr. Weil wir haben dann auch guten Abstand hier zu den nächsten. Das heißt, da werden wir uns mit Sicherheit dann für die Finals, für das Championship am Ende der Saison mit Sicherheit qualifizieren. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für... Achso, lasst uns noch mal einen ganz kurzen Ausblick. Wo geht's denn das nächste Mal hin? Florida Open nach TPC Sawgrass, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wir schauen mal. Nein, stopp, stopp, stopp. Doch, natürlich. Was wären die nächsten Events?
So, also hier die Florida Open, the Player Stadium, TPC Sawgrass. Ja, das ist natürlich allerbestens. Da dürfen wir uns drauf freuen. Super, super, super toll. Jo, da freue ich mich wirklich drauf. Die berühmte 17, das Inselgrün, ihr wisst Bescheid. So, an der Stelle sage ich jetzt recht herzlichen Dank. Wünsche euch alle eine schöne Zeit und freue mich auf euch dann nach meiner Sommerpause, nach der Sommerpause dann, wenn es bei uns wieder weitergeht mit Golf und EA Sports PGA Tour. Ich sage Dankeschön, Dankeschön für eure Zeit und bis bald. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer ein schönes Spiel.